Surabi ist fast 6 Monate alt und das Kalb darf noch die Muttermilch genießen. Die meisten Milchhöfe hätten Surabi bereits vor geraumer Zeit entwöhnt. Die Mitarbeiter der hinduistischen Hare Krishna-Bewegung lassen das Jungtier natürlich aufwachsen. 44 Kühe leben auf dem Gokul-Hof vor den Toren Londons. Mechanische Milchpumpen sucht man vergebens. Hier wird noch von Hand gemolken, um die Tiere nicht zu verstören. Die Kühe des Gokul-Hofes müssen auch nicht jedes Jahr kalben. Sie geben noch Milch, selbst wenn die Geburt ihres letzten Kalbes bereits 10 Jahre zurückliegt. Kühe sind sehr feinfühlige Tiere, wie Hunde. Wir schaffen hier eine fürsorgliche Atmosphäre für die Kühe und daher sind sie sehr friedlich und ruhig. Sie haben keine Angst davor, von uns getötet zu werden. Auf einem normalen Milchhof wird die Kuh nach ihrer Leistung beurteilt. Wenn sie also nicht genug Milch gibt, nicht oft genug kalbt oder wenn sie krank ist, dann wird sie von der Herde getrennt und ins Schlachthaus gebracht. Die Kühe hier stehen nicht unter diesem Druck. Ist der Gokul-Hof also das 5-Sterne-Hotel für Milchkühe? Nicht ganz, denn die Tiere hier arbeiten auch. Sie lernen, den Wagen für Besucher zu ziehen und mahlen ihr eigenes Getreide. Doch all diese Mühen werden belohnt. Der Hof ist ein Geschenk des ehemaligen Beatles-Gitarristen George Harrison. Er übergab das Gelände in den 1970er Jahren an die Hare Krishna-Bewegung. Der Ort sollte spirituelle und praktische Belange vereinen. Kühe werden von den Hindus als heilige Tiere verehrt. Auf Bildern ist Krishna immer von Kühen umringt. Er war vor 5000 Jahren ein Kuhhirte in Indien. Wenn die Menschen in den Tempel gehen, um vor Krishnas Schrein zu beten, und wenn sie dabei die Kühe sehen, so ist das eine schöne Ergänzung. Die hinduistischen Landwirte streben ein einfaches Leben in Harmonie mit der Natur an. Doch diese Wohlfühlmilch hat auch ihren Preis. 1 Liter Milch vom Gokul-Hof kostet in der Herstellung 4 Pfund, umgerechnet etwa 4,70 Euro. Verkauft wird der Liter für 50 Pence, also etwa 60 Cent mehr. Mit 5,30 Euro pro Liter ist dies wohl die teuerste Milch Europas. Doch wer sich für glückliche und heilige Kühe begeistern kann, für den ist kein Preis zu hoch.